Zack, zack. Sprungattacke. Und Sprungattacke. Die Oberfrau schon, auf jeden Fall, klar. Nein! So, ach ja, stimmt, ich habe eine deiner ersten Videos angeschaut und muss echt sagen, du hast dich hammer verbessert. Danke! Ja, auf jeden Fall. Ich versuche, mich auch jedes Mal zu verbessern. Und auch gerade so mit Equipment und so, mit Mikrofonen und sowas, bin ich jetzt schon viel weiter und kenne mich mit der Technik viel besser aus. Hab so meine eingegroovten Zeiten und alles, das passt schon. Was machst du eigentlich neben YouTube, falls du das sagen möchtest? Also du meinst jobmäßig? Einmal Tränen löse ich jetzt beim letzten Stream ein. Hattest du noch Natsu? Hattest du noch einmal Tränen übrig? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann das jemand bestätigen? Ich bin mit Zelda aufgewachsen und meine Lieblings-Zelda sind Ocarina of Time und A Link to the Past. Ja. Und TP. Ah. Ja, Ocarina of Time auf jeden Fall. Beste. TP finde ich auch mega geil. Okay, hier müssen wir mal den machen. Ja, meine ich jobmäßig. Ja, ich bin Teamleiter in einer Batteriefabrikfirma. Irgendwie so. CRTL, falls euch das was sagt. So. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass Natsu was offen hatte. Na dann, bevor wir den Geist machen, let's go. Kein Schild. Du warst doch tatsächlich ein Junge. Irgendwie so nice. Ah ja. So, ich brauche jetzt zum Glück nur einen Bogen hierfür. Ich glaube 20 oder so hattest du gesagt. Okay, ich habe gerade nicht aufgepasst. Shit. Ja, und? Welcher dreht sich? Ah, er hier. Nein! Ich war zu langsam. Dim. Okay, er hier. Hopp. Du. Ba-ba-ba-bam. Ja, anvisieren darf ich, aber denn das nützt mir hier nichts. Ich muss eigentlich nur zielen. Ba-ba-ba-ba. Da-da-da-da. Ba-ba-ba-ba-ba. Und. Ja. Genau der hier. Selbst schuld, wenn er die ganze Zeit tanzen muss zu der Musik, oder? Sonst wäre er wahrscheinlich ein echt harter Gegner. Aber so ist er einfach nur ein Dancer. Brauchen wir eigentlich Boss-Key? Weil den haben wir noch nicht. So. Waren hier nicht noch Pfeile? Sind die schon weg? Schade. Ist auch voll der Ohrwurm. Achso, ich kann ja mal wieder die Kleidung wechseln. Ich finde das weiß schicker. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Gestern war Tanzen verboten. Du musst dich... Was? Das mussten die nachholen. Achso. Wir haben bald 50, Leute. Ich hoffe, wir kriegen dann unsere erste Belohnung. So, was? Wie? Hier, guck mal. Hier ist nur eine Schatzkiste. Das ist, glaube ich... Ja, das ist der Raum. Okay. Da unten haben wir auch noch eine. Da gehe ich erst nochmal hin. Du kannst... Ja, Karte schauen. Ja. Das muss es sein. So, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal schnell. Warte mal. Ich mach mal kurz den hier. Hatten wir eigentlich schon einen gerandomized Boss hier drinnen? Nee, ne? Gab's, glaube ich, nicht. Wir hatten nur, dass Goma mega viel ausgehalten hat. Das war nicht normal. Ich glaube, hing hier etwas hinterher. Okay, warum? Oh Gott, ich muss niesen. Ich muss, glaube ich, niesen. Entschuldigung. So, gibt's hier wieder eine Fee? Hier gibt's mal eine Fee. Das finde ich sehr, sehr gut. Komm her, Fee. Gesundheit, danke. So. Jetzt 10.000 Mal Gesundheit. Vielen Dank, liebe Leute. Bless you.
Komme ich von hier eigentlich auch da hoch? Ganz knapp vielleicht. Sollen wir mal gucken. Nee, ich glaube, das wird nichts. Oder von hier. Salut. Salut heißt Gesundheit? Auf Französisch oder was? Ich komme da, glaube ich, nicht hoch. Wenn ich hier hochgehe noch? Klappt das dann vielleicht? Ja, das klappt. Sehr schön. Du könntest mit deiner Stimme auch voll gut beim Radio arbeiten. Oh. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Herrschaften und Damen. Es sind 15 Grad im Norden, 16 Grad im Westen und minus 7 Grad im Süden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Ich glaube, das wird nichts. Da lachen einfach nur alle. So, hier in den Raum wollte ich rein. Hier gibt es, glaube ich, die Schatzkiste. Ja. Irgendwo. Aber unsichtbar? Ist die unsichtbar? Ah, shit. Hä, muss ich jetzt nochmal drehen? Ich glaube, der Raum hat sich schon wieder zurückgedreht, oder? Mach mal einen Podcast, das wäre nice. Aber ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll bei einem Podcast. Ich muss jetzt die Räume erstmal... Nee, warte mal. Hä, wo ist denn... Ich muss das woanders drehen. Wo ist denn der... Normalerweise drehe ich das ja hier vorne. Habe ich hier ein Auge, wo ich das drehen kann? Vergiss nicht den Arschteil, den Stau auf der A3. Nö, hier ist kein Auge. Hä? Okay, mir fehlt das Auge zum Drehen. Dann habe ich einen Musikwunsch, Zelda Ocarina of Time Orchester Version. Ey, das wäre cool. Fände ich voll geil, wenn es da so einen Sender gäbe, wo so Nintendo-Musik gespielt wird. Gibt's sowas? Also im Radio direkt? Irgendwo? Mir fehlt der Schalter, Leute. Mir fehlt der Augenschalter, womit ich hier das drehen kann. Wo gibt's den? Der muss ja auch irgendwo sein, oder? Aber hier ist keiner. Ha! Ja, gute Frage. Leute, wo ist denn der Augenschalter? Weil ich drehe ja mit dem einen Augenschalter, drehe ich ja nur die andere Ecke. Jetzt bin ich gerade mega verwirrt. Der hier irgendwo versteckt ist? Ne, das wäre sinnlos, ne? In dem Raum wäre es, glaube ich, sinnlos, wenn der Augenschalter hier wäre. Weil dann würde ich ja quasi so um die Ecke fliegen. Aber ich muss den finden, weil hier ist halt die Schatzkiste mit der Boss. Mit dem Bossschlüssel drin. Deswegen irgendwo muss ich den finden. Ist denn der? Zelda Radio Showmaster. Ja, ich weiß nicht, wollen wir erstmal mit dem Fahrstuhl runterfahren, ob da irgendwas ist? Vielleicht haben die den übelst krass umgesetzt, den Schalter? Öffentlich Radio nicht, aber es gibt diverse Internetradios. Ja, das kenne ich ja. Ah, oh, Zimtschnecken. Eine Runde Chai? Eine Runde Chai. Er meint, da hier ist irgendwo ein Schalter noch versteckt? Den ich nicht gesehen habe? Zimtschnecken, auch mega geil, ey. Ach so, warte mal, der Augenschalter. Macht der was? Ah! Hä, wie mies. Übel versteckt, ey. Geil. Alle zu Ariana, Zimtschnecken essen. Let's go. Auf ARD kam das mal mit dem Orchester, okay. Zelda Radioshow von Montag bis Sonntag 0 bis 23. Ja, genau. Immer. Immer. Ich arbeite immer. Ich habe eine Minute Freizeit. So. Kein Problem, könnt alle kommen. So, das ist der Boski. Nice. Haben wir hier sonst sowas? Da ist noch ein Loch. Und da kommen wir jetzt in diesen miesen Raum, ne? Den wir aber ja schon befreit haben. Sehr gut.
Das war aber nicht für Zelda, sondern Final Fantasy X. So, zack. Ja, Leute, dann haben wir ja den Tempel soweit erstmal beendet, ne? Jetzt kommt nur noch der Abschnitt hier mit dem Roulette-Rad. Und dann... Let's go! Mal sehen, was mich erwartet. Ich gucke erstmal kurz hier rein. Hier gibt es 1000 Skuldis, okay. Und hier drüben, was ist hier? Du redest aber nicht so über dein Real Life. Ab nächste Woche Vlogs. Nee. Nee, das ist nicht so meins. Also eigentlich Gaming. Gaming ist cool. Gaming mag ich. Dann hört's auf. Das ist meins. So. Dann haben wir hier noch einen Schalter offen. Bei mir ist gerade mega dunkel. Ich glaube, bei euch müsste es aber gehen von der Helligkeit her, ne? Ich habe da nochmal bei euch ein bisschen was, quasi einen Filter drauf gesetzt, dass es bei euch ein bisschen heller ist. Bei mir ist es ziemlich dunkel. So, da haben wir den nächsten Schalter. Hier gibt es doch bestimmt auch noch eine Skulltie hier irgendwo, oder? Auch immer mal nach oben gucken. Ich sehe alles normal, sehr schön. Achso, warte mal, ist hier noch was? Nee. Warst du in New York, was? Wie in New York? So, okay, jetzt mal. Hi. Okay, da ist die Schatzkiste. Hollywood. Pfeile, okay, Pfeile. Was ist hier auf der anderen Seite? Nix. Okay, dann haben wir es ja, glaube ich, oder? Ich muss gleich mal gucken, ob wir alles Coolies haben. Da fehlt auf jeden Fall noch ein Schalter. Wir haben nicht alles Coolies, also hier fehlt irgendwo noch was. Ah. Ah, ich höre sie. Ich höre die Skulltie. Geil. Ich hoffe, das ist die letzte. Das ist auf jeden Fall auch Nummer 50. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel bekommen. Boah, cool. Weggeballert. So, wo ist die Skulltie? Ich sehe hier wieder gar nichts, ey. Ach, da. Die liegt einfach auf dem Boden rum. Ist ja quasi geschenkt. Schaust du selber Gaming-Videos? Ja, welche YouTuber? Aktuell? Also ich gucke eigentlich auf Gronkh. Aber aktuell gucke ich auch Hand of Blood. Dark Souls und sowas. Looks Like Link gucke ich manchmal. Dann hört es eigentlich auch schon wieder auf, weil ich habe relativ wenig Zeit dafür. Leider. Also wirklich nur, wenn mir mal langweilig ist, dann gucke ich mal mir ein paar Projekte an. Aber ansonsten, eher nicht so. So. Das sind neue Bilder. What the heck? Sieht irgendwie cool aus, oder? Mega. Okay. Let's go. Bin gespannt. Wer kommt? Wer ist es? Phantom Ganon. Wäre cool, wenn er eine neue Maske hätte. Komm. Die Hasenohren. Schade. Ja, es sind doch ein paar Hasenohren, ne? So ein bisschen. Du. Evil Spirit from Beyond. Phantom Ganon. Jawohl. Let's go. Dann wirst du nicht sehen, aus welchem Bild er kommt. Warum? Zack. Easy. Okay. Rechts, glaube ich. Das Original ist immer ein bisschen heller als die anderen. Finde ich zumindest. Der müsste es sein.
Und dann sind wir auch schon im Mode. Okay. Wir machen das wie immer mit der Flasche, oder? So. I use this. Fire. Hi. Au, das war gut. Jawohl. Düdü. Aua. Dülü, dülü, dülü. Easy. Jetzt brennt der Waldtempel ohne meine Hilfe. Siehst du, blaues Feuer. Siehst du, ich habe ihn verbrannt. Die Lusor kann ich völlig empfehlen. Die machen geilen Content und geile Games. Wieder zählt der Junge. Danke. Die Lusor kenne ich gar nicht. Was machen die für Content? Also für über welches Thema? Über welches Genre? Der war einfacher als Koma, auf jeden Fall. Easy war der. Da, 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 da. Sehr gut, Leute. Okay, ich wollte gerade sagen, wo ist der Herzcontainer? Da ist er. You got a Herdcontainer. Ein Herdcontainer. Wir haben echt viele Herzen mittlerweile. Und wisst ihr was? Wir haben 50 Skulltees. Zähl die Junge auf die 1. Ah, schön. Wir gehen jetzt erstmal ins Skulltee-Haus und gucken mal, ob wir einen Schatz kriegen. Würde ich sagen. Mein Name ist zwar Grau, trotzdem biggest Supporter. Dankeschön, Ariana. Herzchen für dich! Kann ich Herzchen machen? Ja, ich kann Herzchen machen. Ich kann auch. Und Party! Ich hoffe, dass du was für die 50 Skulltees einen Preis bekommst. So. Dü dü. Dau di dat da. Dü di dai dum. Spielen viel GTA und Horrorspiele. Die reden um die Welt, sagt denen ein Thema und die labern darüber den ganzen Abend. Und es ist einfach total lustig, was die sich alles einfallen lassen. Okay. Ja, kann ich mir mal angucken. Was muss, das muss. So. Der Degu-Spross. Mal sehen, was der so erzählt. Tsch. Schrei, Link, schrei. Die, you are Hyen and were always bound to leave this forest. You know, you have learned your own destiny, so you know what you must do. That's right, you must save the land of Hyrule. Ja, ja, okay. Die, 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 da, 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 da. So, hier ist erstmal wieder alles normal, ne? Was haben wir eigentlich hier drinnen noch? Weil hier war ja auch mal alles zugekleistert. Da ist eine Milch. Bikoronschwert. Das Pack hier, das kann man ja auch nur für 300 kaufen, ne? Oder 900? Das kostet volle Kanüle. London Milch. Okay. Ein Deku-Baum können wir auf jeden Fall auch nochmal reingehen. Da war auf jeden Fall auch ein Deku-Händler, der uns eine bigge Börse verkauft hat. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal reingehen irgendwann. Dö, 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 dö.
Okay, ich würde sagen, Kakariko, oder? Und wir haben die Feuerrüstung. Theoretisch können wir auch direkt in den Feuertempel gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee.